Hallo und herzlich willkommen zu Part 3 vom Suchtspiel Nummer 1, Backpack Hero. Wir haben letztes Mal unseren ersten Endboss besiegt. Wir haben die Krypta geschafft. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch an. Part 1 und 2 sind schon online. Logisch vor Part 3, oder? Und wir schauen uns jetzt erstmal die Map an. Denn wir sind in den Sumpf, in den verzauberten Sumpf vorgedrungen. Oha, hier gibt es ja einiges zu erleben. Was ist denn das? Hier verkauft ein Händler Waren. Damn, Son, können wir dem auch Waren andrehen und kriegen Geld? Und ansonsten können wir uns hier gut durchprügeln, würde ich sagen. Da bin ich. Ich habe auf der Karte gekritzelt. Molch und ein prahlerischer Zauberschwertler. Oder 4 Skinks. Wir gehen erstmal nach oben. Das ist näher. Okay, der sieht wirklich prahlerisch aus. Oh, der fügt allen Gegnern 2 Stacheln hinzu und der blockt sich. Der Molch. Molche halten sich in feuchten Gebieten auf. Ehrlich gesagt ziemlich eklig. Wenn ein Item verwendet wird, fügt dem Gegner einmal schwach hinzu. Er hält sich für stärker, als er ist. Okay. Ich krieg einfach so 25. Wow. Ich mache jetzt 3x 13 Schaden und dazu mache ich einmal 7. Das sind 39 und 46 Schaden. Ich kann den hier einfach rausnehmen, den Kollegen. Wieso sind die jetzt rot? Wieso sind die rot? Hilfe! Was bedeutet das? Heißt das, ich kann die nicht bewegen? Ich weiß immer noch nicht, was verankert bedeutet. Das Problem. Aber ich kann es ganz normal benutzen. Wahrscheinlich bedeutet verankert einfach nur, ich kann es nicht weglegen. Aber das ist vollkommen okay. Warum sollte ich meine Waffen weglegen? So, einmal wieder ein Lamellenschild, den kennen wir schon. Was haben wir denn hier? Zerbrochener Ring, leitfähig, wenn genutzt, fügt 4 Block hinzu. Machen wir wieder einen Schlüssel. Glücksring, oh Glück. Oh Glück. Ja, Glück ist too strong, ich will immer Glück haben, bitte. Und dann lassen wir den Schlüssel erstmal liegen, weil hier war glaube ich keine Tür zum Aufschließen, oder? In der Etage. Ja. Kriegen wir bestimmt ein Level ab. Ah, ich wollte den Stab ja auch mal nutzen. Habe ich wohl vergessen. Beim nächsten Kampf. 5 EP. Wenn Schaden genommen wird, fügt allen Gegnern 3 Block hinzu. Oh, okay. Lautlos erscheinen Skinks. Schleichende Finger. Schnappen nach ahnungslosen Schätzen. Ah, dafür brauche ich nicht Energie, dafür brauche ich 3 blaue Blobbles, 3 Mana oder so. So cool. Ja, wir verhauen jetzt erstmal ganz bös den Kollegen hier. So, dann kriegen die alle 3 Block. Okay. War natürlich ärgerlich. Aber da haben wir 2 schon mal down. Und natürlich nicht durch meinen Block durch. Haben wir übelst verprügelt, ne? Ah, hier haben wir schon wieder ein abgesplittertes Schwert. Was ist denn das? Das ist ein Helm. Selten. Kann in jedem Kampf einmal benutzt werden. Wenn genutzt, fügt ihr ein Ausweichen hinzu. Ich meine eigentlich geiler. Eine Attacke komplett dodgen wäre auch sick. Nur ein Lachs. Großkieme. 10 HP, 5 Wut. Was haben wir hier? Wenn genutzt, entfernt 50% aller Statuseffekte beim Gegner. Geben wir Essen. Boah, Inventar ist voll. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal so. Ich muss mir irgendwann Mana-Steine anschaffen. Aber im Moment bin ich waffentechnisch einfach zu stark, ne? Was soll ich sagen? So, gehen wir zum Händler. Grüße dich. Willst du sehen, was ich heute habe? Ja. Oh. Okay. Kostet 35. Die meisten davon wurden unter einem Fliegenpilz gefunden.
verursacht Schaden in Höhe von 50% deines aktuellen Gifts. Ah. Arztteile dich selbst. Wenn genutzt, verursacht 0 Schaden. Okay. Da kann man sich einen ganz wilden Bild locker basteln. Wo du dir dann einfach selber Gift zufügst, dann greifst du damit an und dann heilst du dich. Insane. Zauberbuch des Kriegers. Füg dem verbundenen Mana-Netzwerk 4 Mana hinzu. Angrenzende diagonale Waffen erhalten in diesem... Uiuiuiui, okay. Mal wieder ein Lebensring. Mal die Machete. Kostet 20, kostet 6, ja, ja. In diesem Buch würde ich mich sehen. Wir merken uns den Kollegen. Eine Vision von Gefahr. Sehen wir hier wieder den Endboss gleich. Oha, die sieht ja aus wie ein Stachelschwein. Irgendwie so priesterinmäßig. Kann bestimmt gut buffen. Moin, moin, ich bin nicht alleine. Okay. Ein Kaninchen übt hier Zaubersprüche auf einem nahegelegenen Felsen. Ich habe so viel gelernt, sagte sie. Kann ich dir einen Zauberspruch beibringen? 8 für ein Zauberbuch. Rattendreck, sagt sie. Oh, ich hoffe, ich habe dich nicht beleidigt. Hab immer noch Bücher für dich. Okay, gut zu wissen. Aber wir gehen weiter. Und verprügeln. Oha, was ist denn hier los? Die werden langsam stärker, die Boys and Girls. Du bekommst 14 XP, nice. Vorsichtig, kraftvoll, würdevoll, echt lange Zunge. Wird dich mit einem dieser Flüche verfluchen. Fluch des Giftes, Fluch der Stacheln. Die wird alle Gegner blocken und die wird alle Gegner heilen. Der Damage kommt eh nicht durch meine Rüstung durch. Da würde ich sagen, slappen wir die halt einfach komplett zu Brei. Hit me. Jeder Zug fügt allen Gegnern einmal Stacheln hinzu. Ja, cool. Muss Flüche platzieren? Niemals. Würde ich Items opfern für einen Fluch, dann nehme ich Schaden. Ist okay. Das ist okay. 13. Ja, das genau. Ja, dann hauen wir dem jetzt einfach noch eine rein. Ja, mit dem Damage. Das ist vollkommen okay. Stirb! Und wir sind Level Up. Nice, 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 nice. Neue Inventory-Plätze. Beautiful. Und wir halten Items. Und davon können wir auch gleich welche mitnehmen. Yeah. Weitweg, wenn genutzt, fügt 4 Blocken hinzu. Also, wir machen erstmal wieder einen Slot für Gold, genau. Das ist eine ganz normale Tunika. Basis 5, genau. Ja, dann schnappen wir uns einfach mal ein Wässerchen, wa? Der Dart ist eigentlich auch strong. Fügt allen Gegnern 10 Schaden hinzu für 0. Nehmen das mal mit. Einfach hier noch so ein Essen. Because why not? Können wir ja immer noch wegschmeißen. Jo. Was haben wir denn hier? Ein unbekanntes Ereignis. Feinde erfordern Geduld. Gib eine Waffe. Nö. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Vier Skinks, die sollten wir ziemlich verprügeln. Es geht genauso wie letzte Runde. Brutal. So, was kriegen wir diesmal? Oh nein, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Da habe ich noch nie drauf geguckt.
Holzschwert macht einfach genauso viel Schaden, aber die Klinge ist kleiner. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Ja, dann wenn wir jetzt mal die Klinge mitnehmen. Weil verankert verstehe ich jetzt so, dass ich das hier, ja, kann ich nicht rausnehmen. Gut, merken wir uns. So, Konsum-Item. Fügt allen Gegnern 10 Gift hinzu, fügt dir 10 Gift hinzu. Ja, dann kann ich jetzt erstmal nichts anderes mitnehmen. Ist aber eh nicht so krass. Passt schon. Ja, dann weg mit dem Dart, weg mit dem Essen. Wir haben eine neue Waffe, leider geil. Ein Schmied? Oh, dann sind wir hier schon durch. Was Prügelei angeht. Dann kann ich mir, glaube ich, eh nichts leisten, ne? 5 Gold? Oh doch. Naja, komm. Eine Energie zur Kleidung hinzufügen. Okay. Ja, nächste Etage, I guess. Da gehen wir rein. Achso, ja, ich habe das Gold ausgegeben. Ich hatte genau 5. So, nächste Etage. Oh, wir sollten übrigens mal wieder speichern, glaube ich. Lange nicht mehr gemacht. So, Spiel gespeichert. Cool. Auch wieder viele Kämpfe. Wir haben noch einen Händler. Gut. Attacke. Oh, damn. Ich will die EP haben. Wir machen die Bisamratten platt. Und ja, wir greifen jetzt mit der Holzklinge an und nicht mit dem Kollegen. Nur angrenzende Waffen. Okay, habe ich jetzt auf einen Damage verzichtet. Warte mal. Ich skippe mal eine Runde. Ist jetzt zwar blöd, aber egal. Wir machen mal so. Einfach damit er seinen Damage mehr macht. Boom. So. Guck mal, den Flug können wir sogar nehmen diesmal. Wir haben einen Slot frei. Geil. So, jetzt wird verhauen, Kollege. Wie viel Damage? 7. Passt perfekt. So, kann ich eine Energie aufwenden? Ah. Ich könnte eine Energie aufwenden um den Fluch. Alles klar. Und das Gift geht auch direkt in mich rein. Alles klärchen, Bärchen. Okidoki. Ja gut, das muss man erstmal wissen, ne? Dann müssen wir hier einmal neuen Damage taken. Dann hauen wir uns den Fluch rein. Und dann greifen wir an. Das muss man natürlich wissen. Wenn man den Fluch dann benutzen muss. Ich habe 4 Gift. Oh shit. 2 Platz habe ich jetzt natürlich nicht. Dann nehmen wir erstmal 10 Schaden. Eieieiei. Brecken wir hier gleich. Puh, Bruder. So, und das kommt jetzt nämlich weg. In jedem Zug einmal benutzt werden, angrenzende Waffen erhalten eine Heilung. What? Der ist noch verankert. Ah, dann darf ich den jetzt auch erstmal nicht benutzen. Dann packen wir den neben das neben die Bronzerüstung und kriegen dadurch dann noch einen Angriff. Das ist ziemlich cool. Das heißt, den nehmen wir auf jeden Fall mit. 8 Eile. Rüstungstrank 25 Block. Ein Fisch 8 HP. Nehmen uns erstmal den Fisch mit. Und dann lassen wir uns mal einen Slot frei. Ja, dann gehen wir uns das nächste Mal prügeln. Ich glaube, der Kampf hier ist am einfachsten.
Oder nehme ich den Kampf jetzt zuerst? Ich glaube, ich nehme den zuerst. Ach nee, das ist einer von diesen Boys. Ach du Scheiße. Na gut, da habe ich schon wieder reingeschissen, glaube ich. So, wir knallen jetzt erstmal den Fisch rein. Der kommt mit dem Fluch, aber ich habe Platz. Ich habe Platz. Kein Problem. So, dann gucken wir uns das jetzt mal an. Angrenzende Waffen erhalten plus eine Heilung. Hält 1 HP, regenerativer Schleifstein. Achso, ja. Okay, dann klatschen wir erstmal den hier nach Mappen, wa? So, und das benutzen wir jetzt erstmal nicht, weil ich will es nach hier tun, um mein Damage zu maximieren. Natürlich die Frage, ob das gerade so smart ist. Die Stacheln nehmen wir natürlich mit. Vollkommen okay. So. Das ist natürlich bitterlich, wenn wir... Ah, das mache ich bei den Schildkröten. Die fügen sich eh irgendwie immer nur Block hinzu. Aber die machen jetzt 25... 35, 39 plus 3 sind wir bei 42 Damage, die jetzt auf mich zukommen, wenn ich den nicht töte. Um den zu töten, müsste ich 64 Schaden machen, was ich nicht tue. Schwierig. Greifen auf jeden Fall einmal an. Oh, und das hat... Ach, das gibt 10 Stacheln, da ich nicht drauf geachtet. Warte, dann wird es geblockt. Scheiße. Ich glaube, den Kampf verliere ich. Einfach nur, weil ich hier meine Waffe woanders hin tun will. Autschi Bautschi. An. Ja, ich bin tot. Das ist RIP. Okay. Damit ist unser erster Run vorbei. Das ist natürlich sehr sad. Willkommen im Dungeon. Wir fangen wieder von vorne an, Leute. Okidoki. Ich bin sehr gespannt. Und wir sind wieder in Etage 1. Na gut. Dann wissen wir ja jetzt, wie es geht, wa? Aber mal gucken. Vielleicht nehmen wir uns diesmal ein paar andere Sachen mit. So. Wir wissen jetzt schon ein bisschen, wie das Game funktioniert. Wie viel Block kriegen wir? 7. Nö, wir machen das ganz in Ruhe. Wir kriegen am Anfang erstmal kein Damage. Well, well, well. Okay, das hat jetzt ein sehr schnelles Ende genommen. Ich glaube aber auch, dass ich mit dem Dolch nicht gewonnen hätte, to be honest. Oh, gleich Schuhe. So, wir nehmen diesmal gleich Gold mit und auch diese Mana-Steine. Ich will diesmal ausprobieren, was man damit machen kann. Und wir nehmen gleich am Anfang die Holzklinge. Hey. Verursacht 7 Schaden, verursacht 7 Schaden. Ja, okay, ich habe die ganze Zeit einfach scheiße gebaut. Na gut, na gut. Aber hey, daraus lernen wir. Ich bin gewundert, warum die Sachen unterschiedlich heißen, wenn es dasselbe ist. Es ist nicht dasselbe. Die Krypta. Okay, let's go. So. Eine Vision der Gefahr. Na, hier werden wir, denke ich mal, wieder den Endboss sehen. Das wird vermutlich der gleiche sein. I guess.
3 Block hinzu, 3 mal Position plus 3. Okay. Ja, der fügt sich Block hinzu. Also prügeln wir die Beine. Einmal nach Mappen. Jetzt greift er mit 7 an. Ach, wir kommen auch nicht durch den Block durch. Ist aber okay, denn immer wenn er sich Block hinzufügt, kann ich ihm eine reinhauen. Und wenn ich eine Sache liebe, ist es reinhauen. Und da sind wir Level up. So, dreimal benutzen, wenn genutzt, sagt Schaden. Wenn es nicht mehr verwendet werden kann, wird das Item zerstört. Knüppel. Sowas will ich... Oh, was haben wir hier? Stachelhelm. Fügt dir 4 Stacheln hinzu und fügt dir einen Block hinzu. Okay. Und ein Glücksring. Ah, Glück muss ich leider nehmen. Ich liebe Glück. Haben wir hier noch? Fügt dir 6 Regeneration hinzu. Oh, der ist nur 2 lang. Dann können wir den nehmen. Ich will ihn mal ausprobieren. So, eine Vision von Gefahr. Hier sehen wir wieder den Frettchenkönig. Oh, wow, noch ein Abenteurer. Kauf dir einen Zauberstab. Nee. Aber irgendwann werden wir Magie mal ausprobieren. Blödit. Gut, die kommen mit 14 Schaden ums Eck. Da blocken wir einfach 2-mal. Und dann probieren wir jetzt mal diesen Knüppel aus. Oh, sagt 6 Schaden. Fügt dem Gegner 2-mal schwach hinzu. Aber plus 1 Energiekosten. Jetzt ist der bei 2. Ich weiß halt nicht genau, was schwach macht. Ich glaube, er kriegt einfach nur mehr Damage. Schwach verringert 2 Schaden bei Angriff. Ah, der greift mich jetzt mit weniger Damage an. Okidoki. Hat er nur noch 1 schwach. Okay, das geht also auch jede Runde runter. Okay. Na gut. Aber ansonsten ist der schwächer. Ja, nee, ich bin kein Fan des Knüppels. Ein Fan. So, die habe ich letztes Mal weggeschmissen, ne? Können wir einfach mal verwenden. Ping Peng. So, da wird der Block hinzugefügt. Er macht 9 Schaden. Also 10 Stacheln ist schon... Ach, das geht jede Runde. Jeder Zug gibt 4 Stacheln und einen Block. Das Ding ist ja komplett geil. Das ist ja sick. Oh, hier haben wir wieder meinen kleinen Dolch. Den nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Amethyst. Waffen in dieser Reihe erhalten plus 2 Schaden. Oho. Geil. Das ist geil. Reitfähig. Ja, wir nehmen den mal. Nee, warte mal. Knüppel weg. So. So. Weil ich habe jetzt einen Mana-Stein. Achso, die sind nicht stackbar. Machen wir mal so. Ich will das einfach mal ausprobieren. Ich habe keinen Schlüssel. Wie viel Gold habe ich? 7. Damit kann ich mir nichts leisten. Und wir gehen zum nächsten Kampf.
genug verbundenes Mana. Muss ich das da drauf ziehen oder was? Wir werden es ausprobieren. Die kommen mit 17 Schaden ums Eck. Amethyst, der macht mich schon wieder ein bisschen wuschig. Was ist dies? Zauberstock. Wow. Fügt allen Gegnern 11 Schaden hinzu. Ein Mana, ein Energie. Ja, der ist auch ganz schön strong. Aber... nee, ich will... bevor ich mir jetzt irgendeinen krassen Mana-Dings hier nehme, muss ich erstmal herausfinden, wie das mit Zaubern überhaupt geht. Wie viel Damage? Ah, 4. Na gut. Und zack. Und zack. Der kommt mit 10 Schaden. Ich habe 10 Stacheln, by the way. Ah, es ist so schön, dass der sich einfach wehtut, wenn er mir wehtun will. Und wir sind mal wieder Level up. Nice. Oh, what is this? What is this? This is insane. Was ist eine Energie? Nehmen wir auf jeden Fall mit, weil brennen würde ja wohl auch einfach Schaden machen. Jede Runde. Das ist ja mal so viel besser. Okay. Tschüss, Holzklinge. Was ist das? Angrenzende Waffe unten erhält plus 3 Schaden. What? Okay. Müssen wir hier nur ein bisschen umspecken, das ist gar kein Problem. Der Amethyst ist noch in der Reihe. Und nur die angrenzende Waffe unten, alles klar. Dann nehmen wir den Key mit. Keine Rüstungs-Items. Doch, Schuhe. Never mind. Achso, der Dolch muss in dieselbe Reihe. Ja. Gut. Die sind schon wieder eklig stark. Also, dass wir gerade diese Axt gefunden haben, ist natürlich der absolute Dream, ne? Wie viel Gold haben wir? 9. Kollege. 12 Gold, nein, danke. Na gut, dann halt nicht. Ich kann natürlich Waffen verstärken nachher. Und das wird ja einfach nur insane. So, wir machen die Tür auf. Leg mich. What is this? Wenn genutzt, verursacht 6 Schaden. Alle angrenzenden Hackbeile werden verwendet. Oh, auch stark. Auch stark, actually. Wir packen das mal ein. Und ich gucke mal, ob ich sowas verkaufen kann. Willst du sehen, was ich heute habe? Ja. Und verkaufen Item hier hinziehen. Jawollo. Bares für Rares. Sick, sick, sick. Was haben wir denn hier? Ein Holzschwert. Oh, gucke mal. Das ist aber eins, wo wir 3 Sachen reinfügen könnten. Rad. Wenn genutzt, bewegt sich vorwärts, bis es von etwas gestoppt wird. Wenn dieses Item fertig ist, sich zu bewegen, dreht sich im Uhrzeigersinn. Wenn sich das Item bewegt, angrenzende Waffen erhalten in diesem Zug plus 5 Schaden. Ah ja, das ist so ein Ding. Wenn ich jetzt Plätze im Inventar frei hätte, würde das da rumrollen und dann würde dieser Effekt zum Tragen kommen. Noch nicht ganz rausgefunden, deswegen glaube ich, verkaufe ich den einfach mal für die Inventarslots. Angrenzende Waffen erhalten plus 4 Schaden. Für 35. Plus 4 Schaden, Junge.
Ja, ich brauche noch ganz dringend 13 Gold. Ich komme wieder, keine Frage, Kollege. Ich will dieses Ding hier haben. Der Rubin wird es sein. Der Rubin wird es sein. In dieser Reihe? Okay, ist auch wirklich nur Reihe, nicht Spalte. Ich wollte mal gucken, ob es ein Übersetzungsding ist oder so. Ja, Sickaroo. Sickaroo. Kampf. Let's go. Wir müssen scheppern. Buongiorno, John Porno. Wurdest du schon mal übelst auseinandergeschraubt? Wenn nicht, jetzt ist der Moment. So, was macht Feuer? Leidet zu Beginn des Zugs 4 Schaden. Dies kann blockiert werden. Ja, gut. Warte, dann usen wir den Dolch. Weil wenn der dann dran ist, stirbt er einfach. Ich habe noch 2 Energie. Der kommt mit 10 Schaden. Dann blocken wir einmal. Und hauen noch einmal zu. You dead. Das zusammen mit den Stacheln. Brand plus Stacheln. Wie stark ist das denn bitte? Das ist ja so strong. Geil. Kleineren, besseren Schild. Den nehmen wir auf jeden Fall. Oh, hier ist ja auch noch ein Ritterschild. Angrenzende und diagonale Rüstung erhalten plus ein Block. Let's go. Das muss auf der obersten Reihe sein, ja. Immer nochmal Lederstiefel. Lederstiefel, okay. Nichtsdestotrotz nehmen wir jetzt natürlich die Sachen mit, um die zu verkaufen. Oh, ich kann nicht mehr Items mitnehmen. Ein raues Schild. Ich glaube, ein Lamellenschild ist mehr wert. Ja gut. Pack für dich. Und dann gehen wir wieder zum Händler. Will den Rubin. Wir sehen, was du hast. Oder was kriegen wir dafür? 3. Sind wir erst bei 27. Damn. Ich muss noch an 8 Gold kommen, Leute. Was ist... nächster Kampf. Habe ich einen Key? Ihr habt keinen Schlüssel. Fuck. Dann kriege ich nicht genug Gold zusammen, leider. Dann bleibt mir wohl nichts über, als in die nächste Etage zu gehen. Na gut. Nee, passt schon. Wir müssen ja nicht gleich komplett broken reingehen. So. Aber damit haben wir mal wieder 2 Etagen geschafft. Auch wenn wir einmal gestorben sind, haben wir ein bisschen was gelernt, neuen Run mit coolen neuen Sachen gestartet. Und ich bin schon gespannt, was sich im nächsten Part uns offenbaren wird. Und in dem Sinne, Leute, mein Name ist Brian. Wir sehen uns irgendwo im Internet. Haut rein.